Artikelnummer SCP-060. Objektklasse: Keter. Sonderverwahrungsverfahren. Der Hain von SCP-060 wird derzeit in einer Reihe von speziell gebauten Gewächshäusern am Außenstandort 66-060 verwahrt. Die Exemplare von SCP-060 sind regelmäßig zu beschneiden, um den Hain auf einer überschaubaren Größe zu halten. Personen, die sich in einer Reichweite von 5 Kilometern vom Außenstandort 66-060 befinden, ist das Rauchen untersagt. Allem Personal ist es verboten, Feuerzeuge, Streichhölzer, Taser oder andere Gegenstände mitzubringen, die leicht in der Lage sind, Feuer im Außenstandort 66-060 zu legen. SCP-060-Exemplare sind zweimal täglich zu gießen und wöchentlich auf abgestorbene Pflanzenteile und Setzlinge zu untersuchen. Totes Material und Setzlinge sind in der dafür vorgesehenen Anlage vor Ort zu zerschneiden, zu zerhäckseln, zu kompostieren und anschließend wieder in den Verwahrbereich von SCP-060 einzubringen. Fragmente von SCP-060 dürfen unter keinen Umständen ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von 2 oder mehr Stufe 4 Mitarbeitern aus dem Standort entfernt werden. Im Fall eines Verstoßes durch SCP-060-Alpha hat das Personal die Abriegelung vor Ort zu aktivieren. Überall im Standort wurden redundante Feuerlöschsysteme mit sowohl Wasser als auch Feuerschutzmittel installiert, die im Falle einer Kompromittierung der Verwahrung gemeinsam eingesetzt werden müssen. Tragbare Feuerlöscher sind jederzeit verfügbar zu halten. Bei Verwahrkammer 060-Alpha-001 handelt es sich um eine spezielle, runde Verwahrungseinheit, die entwickelt wurde, um SCP-060-Alpha während Experimenten zu verwahren. Diese Kammer besteht aus Beton mit einer 0,2 Meter dicken Asbestbeschichtung und einer Reihe von Schornsteinen, die eine Wärmezirkulation während der Verwahrung sicherstellen. Die Wände sind mit 24 CO2-Werfern ausgestattet, die gleichmäßig in 45 Grad Winkeln entlang der Wände angeordnet sind und bei Temperaturen über 200 Grad Celsius aktiviert werden. Ein Kilogramm von SCP-060 ist in der Verwahrkammer 060-Alpha-001 aufzubewahren, um im Falle eines Verstoßes verbrannt zu werden. Beschreibung: Bei SCP-060 handelt es sich um einen Hain aus 17 Weißeichen, Quercus alba. Der Hain erstreckt sich über etwa 8 Hektar im ländlichen Nordosten von Minnesota. Ein Haus auf dem Grundstück wurde während des Baus von Außenstandort 66-060 abgerissen, nachdem es vom Personal der Foundation nach Informationen über SCP-060 durchkämmt wurde. Siehe Anhang. Wird etwas von SCP-060 verbrannt, wird eine Entität erzeugt, die fortan als SCP-060-Alpha bezeichnet wird. Bei SCP-060-Alpha scheint es sich um ein sich bewegendes, erwachsenes, menschliches Skelett zu handeln, das etwa 2,3 Meter groß und von leuchtend weißen Flammen umgeben ist. SCP-060-Alpha brennt zunächst bei einer Temperatur von ca. 1500 Grad Celsius und versucht nach seiner Erzeugung so viel Schaden wie möglich zu verursachen. SCP-060-Alpha erscheint bereits bei der Verbrennung von 20 Gramm SCP-060. Es existiert jeweils nur eine Instanz von SCP-060-Alpha. Es wird daher angenommen, dass es sich bei SCP-060-Alpha um eine einzigartige Entität handelt. SCP-060-Alpha ist extrem gefährlich, da es sich als feindlich und relativ intelligent erwiesen hat. Die Entität scheint bei jedem Erscheinen die gleiche zu sein und zeigte eine wachsende Vertrautheit mit dem Grundriss von Außenstandort 66-060 im Laufe mehrerer Manifestationen. Wenn man ihm die Möglichkeit gibt, wird es sich, um Schaden anzurichten, auf brennbare Materialien stürzen und das anwesende Personal mittels Griffen und Strangulation angreifen. Darüber hinaus ist es in der Lage, über kurze Strecken Geschwindigkeiten von bis zu 80 km/h zu erreichen und kann bis zu 5 Meter weit springen. Aufgrund der extremen Temperaturen, die 060-Alpha in der Anfangsphase der Manifestation erzeugt, und seiner körperlichen Fähigkeiten, ist es in der Lage, große, unkontrollierte Brände und weit verbreitete Sachschäden zu verursachen, wenn es nicht sofort eingedämmt wird. SCP-060-Alpha scheint nach der Aktivierung bewusst das Entzünden von SCP-060-Exemplaren zu vermeiden. Wenn SCP-060-Alpha über einen kurzen Zeitraum einem ausreichend großen Volumen Wasser oder einem anderen flammenhemmenden Material ausgesetzt wird, beginnt es, sich so weit abzuschwächen, dass es zu Staub zusammenfällt. Der Zusammenbruch erfolgt plötzlich und ohne Vorwarnung. SCP-060-Alpha stellt bis zu seinem Zusammenbruch weiterhin eine Bedrohung dar.
Das Volumen des Materials, das zur Unterdrückung von SCP-060-Alpha benötigt wird, ist deutlich geringer, als man erwarten würde, um eine Wärmequelle seiner Intensität zu unterdrücken. Im Allgemeinen hat sich ein Volumen von etwa 500 Litern als ausreichend erwiesen. Auf den von SCP-060-Alpha verbrannten Flächen werden in den nächsten 4-6 Wochen Instanzen von SCP-060-Setzlingen anfangen zu wachsen. Pro Verstoß gibt es nur eine Welle an Setzlingswachstum. Diese Setzlinge lassen sich leicht pflücken und sollten in Folge kompostiert und in die normale Verwahrung von SCP-060 eingebracht werden. Zusätzliche Informationen zu SCP-060. Das Grundstück von SCP-060 enthielt ein ausgebranntes, abgelegenes Haus beim Erwerb durch die Foundation. Laut zivilen Quellen war der Vorbesitzer des Hauses ein gewisser Jonathan Corhill, der angeblich ein etwas einsamer Exzentriker war, mit einer Tendenz zu Bitterkeit und Nihilismus. Herr Corhill wurde Ende 1996 als vermisst gemeldet, mehrere Monate nachdem er plötzlich alle Verbindungen zu Familienmitgliedern und Freunden abgebrochen hatte. Die letzte Person, die Kontakt zu Jonathan Corhill hatte, war sein Bruder Christopher via Telefonanruf. Nach Angaben seines Bruders hatte Corhill ein Interesse an der Erforschung des Okkultismus aus der viktorianischen Ära gezeigt. Außerdem berichtete er, dass Jonathan Corhill bis zum Telefonat normal gewirkt habe, bei diesem jedoch darauf bestand, nicht wieder kontaktiert zu werden. Später im Jahr besuchte ein Postbote das Haus, um eine Mitteilung über eine Zwangsvollstreckung zuzustellen, und fand aber das Haus als ausgebrannte Ruine vor. Eine Untersuchung ergab, dass das Feuer im Wohnzimmer im Bereich des Kamins begann. Es wird angenommen, dass sich SCP-060-Alpha im Haus manifestierte, während Corhill SCP-060 im Kamin verbrannte. In Anbetracht der Natur von SCP-060-Alpha ist es noch nicht bekannt, warum das Haus während dieser angeblichen Erscheinung nicht vollständig zerstört wurde. Es wurden keine menschlichen Überreste innerhalb der Struktur gefunden. Der gegenwärtige Aufenthaltsort von Jonathan Corhill, oder ob er tot oder lebendig ist derzeit unbekannt.